Hallo und herzlich willkommen zu Urbia TV. In der Schwangerschaft kann es ja schon mal sein, dass es einen im Rücken zwickt oder aber man sich müde und schlapp fühlt und man am liebsten den ganzen Tag auf der Couch verbringen würde. Ab und zu ist eine solche Ruhepause natürlich in Ordnung und ihr könnt sie euch gönnen, am besten sogar ohne schlechtes Gewissen. Aber heute wird euch die Personal Trainerin Ulrike Zecher runterholen von der Couch oder vom Bürostuhl. Sie wird euch einige Übungen zeigen, die ihr sehr gut in der Schwangerschaft machen könnt. Denn mit der richtigen Bewegung könnt ihr die schmerzenden Körperteile entlasten und euren Kreislauf in Schwung bringen. Daher jetzt eine super Übung fürs Büro, weil die meisten Schwangeren stehen ja mitten im Berufsleben. Dafür habe ich folgende Übung vorbereitet. Den Laptop einfach mal wegstellen, die Schuhe ausziehen, sich zwei Wasserflaschen nehmen. Auch ganz als Tipp so nebenbei, weil jede Schwangere sollte ja sehr viel trinken. Die Füße hüftgelenksbreit, die Beine leicht beugen. Das Steißbein fließt nach unten, Scheitelpunkt nach oben, Oberkörper leicht nach vorne beugen. Dann in den Brustkorb hineinatmen, in der Ausatmung mal die Arme wegschieben, dabei Beckenbodenkraft einsetzen. Dann hier bleiben, das ist jetzt die Ausgangsposition, nochmal wieder einatmen. Und sich jetzt auf der mentalen Ebene vorstellen, der ganze Stress, der sie heute belastet hat, einfach mal wegschieben. Einatmen, in der Ausatmung Stress wegschieben. Die nächste Übung ist eine Kräftigungsübung für die Beinmuskulatur. Dazu nimm einen Ball, den du vielleicht zu Hause hast. Klemm den Ball ein und zwar zwischen Kreuzbein und Wand. Die Füße dann wieder hüftgelenksbreit aufstellen. Die Übung heißt The Chair, kommt aus dem Pilates. Du atmest ein, in der Ausatmung rollst du entlang der Wirbelsäule und nimmst die Arme nach vorne. Dann wieder einatmen, deinen Brustkorb. Bei der Ausatmung achtest du bitte darauf, dass du ganz viel deine Beckenbodenkraft einsetzt. Das heißt, du schließt in deinem Beckenboden alle Körperöffnungen. Du atmest wieder ein und aus. Stell dir dann noch vor, du hättest auf deinem Kopf eine Krone, um deine Wirbelsäule aufzurichten. Also ganz, ganz achtsam mit deiner Wirbelsäule umgehen. Ganz tolle Körperspannung. Deine Arme sind locker. Obwohl das vielleicht jetzt ein bisschen anstrengend wird, bleib locker in deinem Geist und lass die Wirbelsäule aufrecht fließen. Mach diese Übung, je nachdem wie fit du bist, vielleicht am Anfang 8 Mal. Wenn du sehr sportlich bist als Schwangere, kannst du gerne auch 16 Wiederholungen machen. Du atmest ein in deinen Brustkorb, in der Ausatmung wieder Beckenbodenkraft einsetzen, abrollen. Dann gehst du in einen Vierfüßlerstand, je nachdem wie groß dein Kind ist, gehen die Knie ein wenig nach außen, legst dich dann seitlich hin, nimmst dein Kissen, setzt dich auf das Kissen drauf und gibst deinem Kind ganz, ganz viel Raum. Lässt die Wirbelsäule nochmal aufrecht fließen. Legst dann deine Hände auf deine Oberarme. Die nächste Übung heißt Spine Twist, kommt auch aus dem Pilates. Atme es ein. In der Ausatmung drehst du dich jetzt zur Seite. Wieder einatmen. Und ausatmen. Der Spine Twist ist eine sehr schonende Übung, um deine schräge Bauchmuskulatur zu kräftigen. Wenn du Verspannungen während der Schwangerschaft in deinem unteren Rücken hast, kann ich dir die nächste Feldenkreisübung empfehlen. Dazu legst du dich auf die Matte oder vielleicht auch auf den Teppich in Seitlage. Du hast es dir gemütlich gemacht mit deinem Lieblingskissen. Nimmst einen kleinen Ball und nimmst den Ball zwischen die Knie. Stütz dich leicht ab, atme es ein, wie du magst und aus und schiebst das obere Knie über das untere Knie. Das ist eine Feldenkreisübung, das heißt, du kannst jetzt mit der Bewegung spielen. Gönn dir ganz viel Lockerheit, ganz viel Raum in deinem Beckenboden und ganz viel Raum gib auch deinem Kind.
Stimm dich mental auf die Geburt deines Kindes ein. Freu dich, dass du dein Kind bald in den Armen halten wirst. Und spiel mit der Bewegung so, als wärst du ein kleines Kind. Lass den Atem kommen und gehen. Gönn dir die Lockerheit über deine Lendenwirbelsäule hoch bis zur Brustwirbelsäule und auch in deinem Geist. Zur Belohnung für alle Schwangeren, die jetzt fleißig mitgemacht haben, hat Ulrike Zecher zum Abschluss noch eine Entspannungsübung. Ich sage derweil schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Die nächste Übung heißt Erwecke das Buddha-Lächeln in dir. Dazu habe ich dir diesen kleinen Buddha mitgebracht, damit du das vorstellen kannst, wie das Buddha-Lächeln nachher in deinem gesamten Körper leuchten soll. Du sitzt dazu im Schneidersitz, die Wirbelsäule ist aufgerichtet und du atmest ein und aus, wie du möchtest und stellst dir halt vor, in deinem Brustkorb dieses breite, fette Buddha-Lächeln. Schicke dieses Buddha-Lächeln jetzt mal zu deinem Kind. Nimm Kontakt zu deinem Kind auf. Und wenn du jetzt einen Spiegel vor dir hättest, würdest du sehen, dass du langsam anfängst, in deinem Gesicht auch zu lächeln.